Hallo und herzlich willkommen bei Hairtalk, eurem Einmaleins für die Haare. Ich bin euer Alexander, Friseurmeister seit 2 Jahrzehnten. Heute soll es um das Thema gehen: Trichophilie, ein sogenannter Haarfetisch. Auch dieses gehört in den Bereich der Haare, jetzt nicht unbedingt in den Bereich des Friseurs. Aber im Bereich der Haare können wir mal einen Blick darauf werfen und darüber sprechen. Als allererstes möchte ich mal euch näher bringen, was ist ein Fetisch? Ein Fetisch ist eine sexuelle Präferenz oder auch eine sexuelle Anziehung zu Menschen, zu Körperteilen oder auch zu Dingen, zu Sachen. Es kann alles ein sogenannter Fetisch sein. Alles kann einen sexuell anregen. Und als Fetisch wird auch bezeichnet, wenn diese Präferenz, wenn diese sexuelle Anziehung zu einer gewissen Sache, zum Beispiel Haaren, überwiegt und wenn es im sexuellen Spiel immer wieder vorkommt, und wir oder der Mensch immer wieder sich daran ergötzt, dann ist es ein sogenannter Fetisch. An dieser Stelle möchte ich euch sagen, ob Fetisch oder nicht, das möchte ich hier an der Stelle nicht bewerten, weil ab wann klassifizieren wir einen Fetisch? Hier gibt es Klassifizierungen von der Allgemeinmedizin oder auch von Psychologen. Aber dann gäbe es das normale Liebesspiel und alles, was sich rechts davon und links davon bewegt, wäre außergewöhnlich oder wäre ein Fetisch. Diese Normen oder diese Norm möchte ich heute etwas ablegen und euch sagen, es gibt keine Norm. Alles, was beiden Partnern im Liebesspiel gefällt, ist in Ordnung. Wichtig dabei ist, dass es beiden Partnern gefällt und nicht nur, dass der eine denkt, dass es dem anderen gefällt. Das ist hierbei immer sehr, sehr wichtig. Aber wieso nur den beiden Partnern? Es können auch 3, 4 oder mehr sein. Auch das ist völlig legitim und völlig normal für euch anzusehen. Ihr braucht euch hierbei nicht zu schämen oder zu denken, oh mein Gott, bin ich jetzt pervers oder sonst was? Nein, es ist völlig legitim, solche Gedanken zu haben. Es ist völlig legitim, diese auch dementsprechend auszuleben. Solange alle Beteiligten einverstanden sind und niemand großartig zu Schaden kommt. Das sei hier auch immer erwähnt, weil es gibt auch die Sehnsucht des Todes, die sollte wahrscheinlich jetzt hier keinem erfüllt werden, aber nur so viel an der Stelle. Schämt euch nicht für das, wie ihr fühlt und was ihr gerne ausleben möchtet, was ihr vielleicht bislang noch nicht getan habt. Deshalb möchte ich euch ermutigen, lasst eure Gefühle zu, lebt diese aus, weil nicht ausgelebte Gefühle in einem Bereich, auch im sexuellen Bereich, können sich aufstauen, zur Frustration führen und somit zu weitergehenden Problemen. Und das sollte hier nicht der Fall sein. Das möchtet ihr schlussendlich auch nicht. Auch wenn dieser Teil eures Daseins befriedigt ist und soweit in Ordnung ist,
geht es euch auch gut. Das ist zwar auch nur wieder ein kleines Puzzle von allem, von dem Ganzen, aber schlussendlich, ja, muss man sagen, ein Teil des Ganzen. Und jetzt zurückzukommen, ich bin abgeschweift zum Haarfetisch. Wenn ihr einen solchen habt, wird dieser klassischerweise nicht als Problem eingestuft, sondern zum Problem wird es erst dann, wenn ohne diesen Fetisch kein sexueller Kontakt mehr stattfinden kann. Wenn ihr diesen Fetisch zu jedem sexuellen Kontakt braucht, um vielleicht stimuliert zu werden. Oder wenn ihr euren Alltag nicht mehr meistern könnt, weil ihr gedanklich nur noch bei dieser einen Sache seid, dann habt ihr womöglich ein kleines Problem. Aber auch das heißt nicht, dass der Fetisch das Problem ist, sondern lediglich der Gedanke daran oder dass es euch im Alltag dermaßen einschränkt, dass ihr ein Problem damit bekommen könntet, euren Alltag zu meistern. Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, wie handhabt ihr das? Geht ihr offen mit eurer Sexualität um oder eher hinter vorgehaltener Hand? Lebt ihr Sachen aus oder eher nicht? Wenn ihr euch traut, würde ich mich sehr über einen Kommentar in der Kommentarsektion freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die das Thema interessiert, so teile es doch mit denen. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol doch das jetzt nach, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es grüßt euch euer Alexander von Hairtalk, dem 1x1 für die Haare.